Hey Hedwig! Genau. Boah, ist das hell! Guten Morgen, Lou Crew, was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet bisher einen wundervollen Tag. Ich bin gerade erst aufgestanden. Falls ihr den Vlog von vor 2 Tagen gesehen habt, wisst ihr, dass ich gerade noch bei Lukas bin in Hannover und wir waren einfach noch bis 4 Uhr wach. Deswegen haben wir jetzt erstmal bis 10 Uhr gepennt. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal gerade den Vlog fertig geschnitten, den ihr vor 2 Tagen gesehen habt. Ist wieder ein komplettes Meisterwerk geworden, weil ich bin ja auch der beste Vlogger. Es glaubt, wird selig. Auf jeden Fall haben Lukas und ich uns einen Wecker auf 10 Uhr gestellt und wollten dann eigentlich was machen. Also er pennt nebenan, aber jetzt ist es 11:30 und er pennt immer noch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal rüber. Gerade ist ein Kumpel bei mir. Das sind so normale Menschen, die pennen halt irgendwie so in so einem alten T-Shirt, keine Ahnung, Sporthose, Boxershort. Lukas? Ich bin einfach eingeschlafen. Er ist einfach in den Klamotten eingeschlafen. Ich putze mir jetzt gerade erstmal hier die Zähne und so. Selfie. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal duschen und das Nice an so einem Vlog ist, dass man das halt einfach voll schnell machen kann. Und zwar mache ich einfach schnell und bam, da bin ich fertig mit Duschen. Das ging tatsächlich sehr schnell. Es hat übrigens angefangen zu regnen, also ihr wisst schon. Das Wetter mag mich. Danke für das Frühstück, Lukas Mama. Hi. Schmeckt? Lecker. Cooler Shot, wie sich Luca die Schuhe anzieht. Und check. Best Vlogger. Wir drehen jetzt ein Video für Lukas Kanal. Das heißt, guckt einfach mal in die Beschreibung, wenn ihr das Video sehen wollt. Da sollte eigentlich ein Link vorhanden sein. Bist du hyped? Ich bin mehr als hyped. Alter! Meine Entchen haben wir! Wir haben jetzt Lukas Video fertig aufgenommen. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung, also ein bisschen Freestyle-Quatsch machen mäßig. Ich fahr jetzt. Tschüss, Lukas! Werd dich sehr vermissen, aber hallo, Porsche! I'm back home, Lou Crew. Ich bin wieder zu Hause angekommen in Bielefeld. Wir fragen mal Fluffy, wie es ihm so bei Lukas gefallen hat. Wie hat es dir bei Lukas gefallen, als wir bei dem waren jetzt gerade in Hallo? Das ist mir auch aufgefallen. Ich lade jetzt eben den Vlog hoch, den ich heute Morgen schon geschnitten habe, deswegen... Hey! Way! Was laber ich? Ich bin jetzt gerade in Bielefeld beim Tierpark Olderdissen angekommen und wir gucken uns jetzt hier ein paar Tiere an. Na? Wie geht's dir? Hey! Hey! Was geht? Danke, danke. Das hier sind, glaube ich, seine 4 Geschwister. Was geht bei euch 4 so ab? Oder seid ihr die Kinder? Oder was? Okay. Ihr seid die Kinder, oder? Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Oh nein, Alter. Hallo, du Kleiner. Nee. Die wollen nicht gestreichelt werden. Freunde, genau so sah mein Kaninchen aus, das ich früher hatte. Das ist einfach so ein Löwenkopf-Zwergkaninchen. Die sind so knuffig und ja, unsere sind dann leider gestorben. Oh, hey guys, look at that ass. Take that ass. Das hier ist Goatee. Goatee, komm, hol den Stock. Hier vorne sind wir jetzt an irgendeinem See angekommen. Okay, was heißt See? Das ist irgendein Dümpel. Und hier sollen angeblich Biber sein. Also wir schauen mal, ob... Da ist ein wilder Biber. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Wetter in Hannover erinnern. Da war einfach komplett Regen auf der Autobahn und so. Und hier in Bielefeld, blauer Himmel, seitdem ich halt wieder da bin. Oh, er hat mir den Finger abgeleckt. Hey, subscribe Kongcrafter, thank you. Guck mal, die Mutter läuft ganz frech weiter und er will eigentlich noch weiter trinken. Jetzt fragt er sich gerade so, hä, was ist meine Mom? Hä, ist die da? Ist die da? Ist die da hinten? Dieser hier steht da einfach so majestätisch, Alter. Schaut ihn euch an. Kann diese Taube mal ihre Fresse halten? Ich zeige euch jetzt eine Timelapse von dem Hirsch. Das war die beste Timelapse aller Zeiten. Na, willst du Drogen kaufen? Hallo, Wolf! Na, was geht bei dir so? Okay, ciao. Das da vorne, Freunde, ist ein Bartkauz. Der hat wenigstens einen Bart. Oh, guck mal, Freunde, hier ist sogar eine Tafel für Blinde. Also, LaserLuca auf Instagram folgen. Wow, nice. Alles, was das Licht berührt, wird später immer dir ganz. Das ist gar kein Löwe. Bitte keine Kinder auf das Gelände setzen oder stellen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich vorhin gesagt habe, blauer Himmel. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera so rüberkommt, aber hier geht gerade wirklich unglaublich die Welt unter. Das ist nicht mehr schön gerade. Schau mal, was hier dran steht überall. Hier steht Caro plus Dennis, noch so ein paar andere Sachen hier. Und was haben wir hier? Oh, Insta-Doppelpunkt-Laser-Luca. Jetzt ist der Himmel einfach wieder blau. Hä, Bielefeld, was geht ab? Aber da unten ist einfach der Lux. Hallo, Lux, hier ist Luca. Hey, Hedwig.
Genau. Diese Hühner sehen einfach so aus, als würden die gerade auf eine Motto-Party der 80er gehen mit diesen Schlaghosen da. Wir sind jetzt wieder zurück aus dem Tierpark. Ich habe die Freundin gerade noch weggebracht hier zu Hause und fahre jetzt selber nach Hause, weil mein Dad da grillen wird. Fleisch, 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 Fleisch. Wir haben jetzt aufgegessen. An der Stelle nochmal, Papa, falls du es sehen solltest. Ich weiß, du guckst ab und zu meine Videos. Danke fürs Grillen, aber meine Wurst war ein bisschen angebrannt. Ich packe jetzt auf jeden Fall meine Sachen hier und dann sehen wir uns jetzt im Auto wieder, wenn ich nach Köln fahre. Nach einer anstrengenden Autofahrt mit viel Aquaplaning auf der A2 und A1 bin ich jetzt endlich in Köln angekommen und habe jetzt gerade den Föhn ausgepackt, den ich mir mit Lukas in Hannover gekauft habe. Erstmal, der ist wirklich sehr, sehr klein. Der ist einfach kleiner als meine Hand. Und dann lese ich mir so die Beschreibung so ein bisschen durch und dann steht hier, dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Cool, danke. Jetzt kann ich den in den Müll schmeißen, Mann. Heute ist aber auch wieder viel passiert, Freunde. Ich bin bei Lukas in Hannover aufgewacht, bin dann zu meinen Eltern nach Hause gefahren, bin dann wieder nach Bielefeld reingefahren, in den Tierpark, bin dann heute Nacht noch wieder zurück nach Köln gefahren und dementsprechend bin ich jetzt auch relativ K.O. Deswegen würde ich... Oh, ich hab einen Arzttermin. Schönen guten Morgen, Freunde. Es ist gerade 9.19 Uhr. Ich habe um 9.30 Uhr einen Arzttermin. Aber Freunde, ihr kennt mich. Sowas wie Pünktlichkeit wird bei mir allgemein nicht so groß geschrieben. Da ich keine Zeit zum Frühstück mehr hatte, muss ich jetzt... Ich muss jetzt wirklich, ohne was gegessen zu haben, zum Arzt. Und der wird dann vielleicht meinen Bauch abtasten und so. Und dann wird der erstmal hart grummeln, weil ich so viel Hunger habe. Ich bin wieder zurück vom Arzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wieso nenne ich euch eigentlich immer Damen und Herren? Auf jeden Fall lag in meinem Postkasten gerade ein Brief von Ilja, also von meinem Manager, und da drin war ein Zeitungsartikel. Ankreischen und ausflippen. Den berühmtesten YouTubern Deutschlands kann man gerade bei den Videodates in Köln ganz nah sein. Du bist nicht dort, bla 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 bla, bam! Bester Vlogger. Ich bestelle mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu essen. Foodora liefert einfach erst ab 11.30 Uhr oder keine Ahnung was. Also ich kann jetzt noch nicht bestellen. Da ich mir jetzt also nichts bestellen kann, mache ich mir jetzt einfach selber. Wo ich jetzt hier aber gerade schon so sitze, könnten wir eigentlich mal wieder eine neue Episode machen von Luca kommentiert Kommentare. Wenn ich im nächsten Video bin, bezahle ich dir den Rest deines Lebens Pizza. Ellie Einhorn, darauf verlasse ich mich jetzt. Danke dir. Hey Luca, mach doch einfach eine Leine und geh mit Fluffy Gassi. Wäre dann auch wie eine Challenge. Was? Ich glaube, Fluffy hätte da keinen Bock drauf, über den Boden gezogen zu werden und die anderen Leute würden doch alle denken, wir sind Vollidioten. Aber das denken die eh schon. Scheißegal, ob nicht so viele deiner Fans autobegeistert sind. Ich interessiere mich sehr für Autos, also wäre es cool, wenn du deinen neuen Porsche ein bisschen mehr beschreibst. Falls ihr den letzten Vlog gesehen haben solltet, wisst ihr, dass ich von Porsche ein neues Auto zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wenn ihr den Vlog gerade seht, ist Freitag und morgen am Samstag bin ich am Nürburgring. Das heißt, im nächsten Vlog, den ihr dann quasi jetzt am Sonntag sehen werdet, da wird mehr mit dem Auto kommen. Also da kannst du dich dann schon mal drauf freuen. Der Vlog war geil, doch dann kam Lukas Rieger. Ich verstehe nicht, warum so viele was gegen Lukas Rieger haben. Also ich habe auch gesehen, dass es so Hate-Seiten gibt, die irgendwie so fünfstellige Abonnenten haben, wo er einfach nur gehatet wird. Kann mir das einer erklären? Weil ich finde ihn eigentlich ganz nett. Traurig, dass man sich wegen den Hatern was anderes anziehen muss, weil man keinen Bock auf Hate hat. Der Kommentar bezog sich, glaube ich, auf die Stelle im letzten Vlog, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt mein Spider-Man-T-Shirt ausziehe, weil ich keinen Bock habe, dass Leute in die Kommentare schreiben, dass das sponsert ist. Hate ist mir eigentlich komplett scheißegal. Da ging es mir auch gar nicht mal so viel um den Hate, sondern mir geht es einfach darum, dass Kooperationen oder Werbesachen, die ich mache, dass die halt, dass ihr wisst, dass ich gerade Werbung mache, also dass ich das quasi transparent mache. Und ich hatte halt dementsprechend in dem letzten Vlog keinen Bock darauf, dass Leute in die Kommentare schreiben, Schleichwerbung für Spider-Man, obwohl das Shirt einfach im Schrank oben lag. Ich meine, ich ziehe mir ja nicht extra andere Sachen an, nur damit andere Leute nicht haten. Ich habe ja auch ab und zu Supreme-Sachen an, da kamen auch schon Leute an und meinten, nö, du skatest doch gar nicht. Jeder soll das anziehen, worauf er Bock hat, Alter. Ich verstehe nicht, wieso das in Sparten eingeteilt wird, wer was tragen darf. Wie heißt das Lied, welches du gespielt hast? Klavier. Zu Hause haben wir halt so ein richtig schönes Piano stehen und da ist der Sound so richtig nice, das kann man so aufklappen und hier, so ein Digital-Ding hört sich das echt nicht so gut an. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal trainieren mit Max. Immer warte ich auf dich. Training beendet, jetzt gehe ich erstmal
duschen. Ich war einfach seit 2 Wochen nicht richtig trainieren mit Max und jetzt waren wir halt heute wieder im Gym und wir sind so verreckt dort, Alter. Ihr könnt es nicht glauben. Bei jeder Sache im Leben ist wirklich das Wichtigste, dass man einfach dran bleibt. Also sei es jetzt irgendwie Klavier spielen oder Fitnessstudio oder so. Man, ich höre mich gerade an wie ein Motivational Trainer. Oh! Perfekt. Auf jeden Fall machen Max und ich den Fehler, dass wir halt nicht durchgängig wirklich jede Woche 4-mal ins Gym gehen, sondern eher so eine Woche nicht, dann wieder eine Woche 6-mal. Aber ist auch komplett egal. Ich hab Alpaka-Socken, ich hab Alpaka-Socken. Essen. Fisch mit Kartoffeln und so einer Dillsoße, dann dazu so ein Lachs-Bagel und hier arbeite ich gerade am neuen Mixtape. Viele meinen immer so, ey Luca, lad doch mal deine Mixtapes auf YouTube hoch und zeig doch mal, wie du wirklich mixt und so, ja. Bald. Auf YouTube brauche ich halt die ganzen Rechte und auf Soundcloud brauche ich die nicht. Deswegen ist es auf YouTube ein bisschen komplizierter. Ich hier gerade so gemütlich mein Essen aufgegessen. Auf einmal bekomme ich eine Nachricht auf meinen Laptop. Essen mit Holy Mesh in 28 Minuten. Das ist auf jeden Fall mega cool, wenn man so richtig gesättigt ist und dann auf einmal kriegt man die Mitteilung von seinem MacBook. Ey, in einer halben Stunde hast du einen Abendessen-Termin mit Holy Mesh. Also Ben, Tom, Steffi, Jasmina, Nadi und alle anderen, mit denen ich gleich noch was essen werde bei Holy Mesh. Ja. Deswegen hatte ich dann nicht so einen großen Hunger, falls ihr das hier gerade seht. Hello, little baby. Ich hab echt eigentlich gar nicht so viel Hunger. Wir haben jetzt bei Holy Mesh alles besprochen. Also wir sind nochmal das Merch durchgegangen, was am 1.12. natürlich launchen wird. Luca-Shop.de wird auf jeden Fall ultra krank. Ich sag das nicht nur so aus Spaß, sondern wirklich. Es kommen wieder Sachen, die haben wir so einfach noch nicht gemacht. Und ja, Freunde, ich habe tatsächlich noch etwas gegessen. Und mir ist hart schlecht gerade. Was mir auf jeden Fall auch gerade aufgefallen ist, ist, dass ich heute noch auf einem Geburtstag eingeladen bin von einem Freund von mir. Und das habe ich einfach bisher total vergessen. Und die ganzen anderen Kollegen von mir sind schon seit 3 Stunden da und meinten jetzt so, hey Luca, wo bleibst du eigentlich? Und ich so, oh, bin dann so einer Stunde da. Ja, 4 Stunden zu spät kann man mal machen. Ich muss nur noch mal kurz in meine Wohnung, weil ich noch einen Rucksack holen muss, weil ich bei dem Kollegen, der feiert heute pennen werde, weil der halt in Olpe ist. Die Schuhe sind dreckig. Gebt euch mal diese Schuhe, Alter. Was habe ich denn damit gemacht, Mann? Rucksack ist am Start, Freunde. Ich habe übrigens auch viele gefragt, was das für ein Rucksack ist. Das ist einfach einer von Ping Pong. Ist eine Kölner Marke hier. Optimistisch sind die meisten Menschen auch in Sachen Liebe. Ist auf jeden Fall entspannt, dass sich wenig Deutsche Sorgen um die Liebe machen. Aber ich mache mir Sorgen, dass dieser Vlog hier nicht richtig enden wird. Und zwar mache ich ja sonst mal das Ende so, ja, ich stelle die Kamera vor die Tür, dies, das. Halt von wegen, ich schmeiß euch raus und der Vlog ist zu Ende und ich mache die Tür zu. Aber da ich diesmal bei einem Kollegen pennen werde, die Ampel ist gerade rot, kann es euch eigentlich schon versprechen, heute wird es nicht dieses typische Luca-Vlog-Ende geben, dass ich euch vor die Tür stelle. Tut mir leid, wow, what the fuck? An alle Kölner, ey, seit wann steht denn das Ding hier hin? Was ist das? Ich bin hier eine Zeit lang jeden zweiten Tag hergefahren und auf einmal steht das hier. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich den Vlog an dieser Stelle jetzt schon mal beenden werde, weil ich möchte dann auch nicht filmen auf dem Geburtstag von einem Freund. Ich weiß nicht, ob er das will, ob die ganzen Gäste das wollen. Deswegen, hey, lasst ein Like da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr schon Abonnent seid, dann könnt ihr auf die Glocke klicken. Denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen, sobald ich was hoch... Oh, what the fuck? Wenn ihr in die nächste Episode Luca kommentiert Kommentare kommen wollt, dann schreibt mir irgendeine Frage in die Kommentare oder irgendeinen dummen Kommentar einfach. Und sonst würde ich jetzt sagen, sehen wir uns einfach in 2 Tagen in einem neuen Vlog wieder. Von daher, ciao!